Atemimpuls haben wir wieder einmal meinen Waldlauf zu verdanken. Nämlich in der Woche bin ich einmal raufgelaufen, an Dandelberg in der Früh. Und was habe ich gesehen? Fohlen und dann auch gleich noch ein Zwarz. Und da habe ich mich so drüber gefreut, dass die da sind, dass ich bei der Martina abgefragt habe über die Großeltern, ob ich filmen darf. Und dann ist tatsächlich auch sofort zustande gekommen. Und so sind wir jetzt da. Ja, du weißt, dass du jetzt gefilmt wirst. Und jetzt sagt uns die Martina etwas über ihre Rüse. Genau, ihr seht da vier Pferde, zwei große und zwei kleine. Die zwei großen sind die Mamis von den zwei kleinen. Das ist die Finesse. Die Finesse ist schon 22 Jahre alt. Und ihr Baby ist jetzt 3 Wochen. Und das andere ist die Fleur, die ist erst 7 und ihr Baby ist 2 Monate alt. Da sieht man, die Fohlen, die wachsen ganz schön schnell. Der schaut schon viel, viel größer aus als der Kleine. Bei dem Kleinen, wenn ihr es vielleicht später nochmal seht, der hat um die Augen rum, ist der so hell. Der wird mal weiß, das wird mal ein Schimmel. Bei den Pferden ist das ganz interessant, die kommen dunkel auf die Welt. Und dann, wenn die 2, 3, 4 Jahre alt sind, dann werden die weiß, manche. So wie der zum Beispiel. Gut. Und die bleiben auch bei euch am Reiterhof? Genau, die werden von uns dann, wenn sie 4 Jahre alt sind, werden die geritten. Ganz langsam erstmal den Sattel drauflegen und dann mal drüber klicken der Reiter und irgendwann kommen sie dann drauf sitzen. Und wenn sie ein bisschen älter sind, dann kriegen manche 9 Besitzer. Und so schüchtern, wie jetzt der Kleine ausschaut, so schüchtern waren sie vorher nieder. Jetzt wissen sie ganz genau, dass sie gefilmt werden. Und da legen sie auch Wert drauf, dass sie gut wegkommen. Aber die können auch ganz schön flott durch die Gegend galoppieren, so dass man manchmal direkt erschreckt nachher. Gell? Aber das ist schön. Und hier haben wir schon mal einen Allabendimpulsdraht. Wenn ihr euch erinnert, da vorne ist der Baum, in dem ein Loch ist. Und da war eine kleine Darstellung von der Lourdes Madonna ist. Und die habe ich ja damals auch beim Abendimpuls gefilmt. Dadurch, dass jetzt bald das Gewitter kommt, fangen wir jetzt auch schön langsam zum Betten an, damit wir fertig werden, bevor das regnet. So wollen wir jetzt beten. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so sehen wir. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Führt euch gut vom Reiterhof. Bis morgen dann.